Hallo, willkommen zurück zur Guild. Ja, wir sind hier in Kunstabteilung. Ja, da müssen wir anscheinend schon wieder Springer auslösen oder sowas. Paladinen sind voll. Der Ausgang! Er ist versperrt von was Komischem. Na klar, was hatte ich erwartet? Ich erwarte hier von der anderen Seite verschlossen. Na klar. Aha, okay, haben wir Auffall. Verschlossen. War klar. Hey. Verschlossen. Na klar. Oh, schau mal, eine Aussparung. Schauen wir schon mal hier hinten. Von der anderen Seite verschlossen. Ja. Leck mich doch, überall ist alles verschlossen. Da hinten ist Strom, wenn man Aufzug. Und jetzt dachte ich, da könnte man sich reinschleichen, aber da ist nichts. Da drin liegt was. Ha. Sie ist mit einer Kette verschlossen. Ich meine, du brauchst die Kette bloß rausziehen, ne? Also, sei mir nicht böse. Aber das ist für dich zu kompliziert. Okay. Ist das hier? Das poppen die ja da. Ah, ah. Der Ventile fehlt. Meine Güte. So viele Puppen. Wir brauchen das Wägelchen. Dazu müssen wir unten erst einmal alles wegschalten. Gipsmaske? Schrecklich gruselig. Ich werde die nicht aufsetzen, aber vielleicht kann man sie für irgendetwas gebrauchen. Vielleicht kann man die Monster damit erschrecken. Sie ist mit einer Kette verschlossen. Okay, dann haben wir Gipsmaske. Da oben kann man dann rauf. Das Hauptrohr ist, dann kann man das nur hier spannen. Okay, alles klar. Oh, yeah, yeah. Das hat mir fast in die Hosen geschissen, ey. Richtig kalt. Von hinten also. So, der ist weg. Das hat mir ein bisschen Batterien gekostet. Aber das war es mir wert. Und ich will mal was probieren. Hat sich bestimmt jeder schon gefragt. Warum hast du nicht eine Dose gegen den Schalter? Nun ja. Technisch gesehen haben wir es gemacht. Ist ein bisschen heiß. Na, sag mal, da geht's ja sogar rein. Ich frage mich, für was hast du die Gipsmaske gebraucht? Und da haben wir einen Wind.
Cool. Sieht nützlich aus. Oh. Ja, das Schreck haben wir erstmal Inhalator rein. Ich komme da nicht rüber, ne? Ah, das ist der eine Raum, wo ich... Ah, ja, okay, alles klar. Und da haben wir Zigaretten noch gefunden. Okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. So, jetzt haben wir eine Gipsmaske. Irgendwas muss man auch mit der machen. Die Türen sind alle zu. Da ist noch innen, oder? Ach ja, da hinten geht es noch weiter. Die Puppen machen mir hier richtig Angst. Von der anderen Seite verschlossen. Warum wohl da nicht? Hier muss was sein. Gut. So, die ist auf. Ach, da fehlt die Gipsmaske. Hm? Schlüssel zum Kunstraum. Das ist der Schlüssel für den Raum, in dem der Kunstbedarf aufbewahrt wird. Vielleicht liegt dort etwas Nützliches herum. Interessant. Da ist das Steinchen und da komme ich noch nicht rein, weil da noch Strom drauf ist. Okay. Alles klar. Da komme ich nicht rein, raus rüber. Von der anderen Seite verschlossen. Da ist auch das Regal da vorne. Aber wir haben jetzt vorne aufgesperrt, das heißt, wir müssen nicht mehr außenrum. Und wir haben ein Ziel. Der Schlüssel ist für diese Tür hier. Oh oh. Und da haben wir das Rad oben, ich habe schon gesehen. Ja, was soll ich jetzt machen? Dagegen rumbeln oder was? Ich brauche doch bestimmt wieder was. Also Bilder sind ja gruselig. Und dass die Kinder malen, dann die brauchen wir gleich, oder? Da hinten ist eine Tür. Kann man aufspannen, aber da komme ich auch gar nicht hin, ne? Kollege, wie kriegt man dich runter? Darf ich jemanden festhalten? Okay. Ich bin jetzt offiziell verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte wäre leider. Wenn ich so weitermache, dann sind die Batterien leer. Hä? Wie soll ich denn das runterkriegen? Okay, vergiss es. Ah, warte mal.
hab eine Idee, eine Idee. Ja! Schwupp. Ventil sieht aus, als würde es zu irgendeiner Maschine gehören. Natürlich. Wer bist denn du? Du kannst mir vertrauen. Was kann ich? Ich stelle mir die Lauschlappen auf, also. Was willst du von mir? Hör auf! Ah, ich bin ja noch mehr. Zum Teufel, ey. Das hat sich nicht viel geändert, ne? Aber jetzt. Nein. Nein, Mabel. Okay. Jetzt mal. Mit dem Aufzug, da haben wir einen Mini-Puzzle. Und daraus geht's los. Und das Ziel hier. Das hier ist das Ziel, ne? Dann so rum. So schwer ist das hier nicht. Warum tue ich mir das an? Sind ja auch noch mal besser, Kinder. So sieht der Kunstbereich aber sonst nicht aus. Sieht wie ein Museum aus. Ach. Aber warum? War auch sowieso weg. Okay. Bist du da? Die Statue ist in Ketten. Die halten sie wohl aufrecht. Lass mich helfen. Okay. Du bist offiziell gruselig. Neues Ziel? Die Vogeltür aufschließen. War das nicht vorher schon das Ziel? Da ist der Vogel. Hey, dieser Vogel sieht aus wie das Stück, das in der Tür fehlt. Von hier aus komme ich nicht ran. Kann ich die irgendwie vernichten? Da kann ich hoch, ne? Aber was bringt mir das? Oh oh. Versteck dich nicht, hab dich lieb. Die haben keine Schwachstelle, oder? Oh, die sind klein, die kann ich verprügeln. Du kannst mir vertrauen. Ach, Scheißdreck, du. Lass mich mal die Karte gucken. Sehr interessanter. Okay. Okay, sollten wir es mal probieren, die zu vermöbeln? Was passiert, wenn ich mich anschleiche? Machen wir das Licht aus. Ich
Das ist doch eine Puppe, oder? Okay, bringt wahnsinnig viel. Ja, auf mich zu schubsen, du blöde Kuh. Okay, kann ich offiziell nicht vernichten, oder? Von der anderen Seite verschlossen. Ich wollte es einfach probieren. Noch mal. Ich gehe hier mal hoch. Was mache ich mit dem Teil? Ich kann da nicht über den Schlauch rollen, pullern. Rollern meine ich. Gott. Ich muss in dem Bereich bleiben. Und warum gehe ich da nicht rein? Nein, ich komme nicht her. Da hinten liegt irgendwie was. Bitte lass es was Gutes sein. Sonst pisse ich mich ins Höschen ein. Was ist das? Huch! Perfekt! Wollte das brauche ich. Rüste den Feuerlöscher aus. Wir haben einmal Taschenlampe. Ah. Ja, cool. Ja, cool. Wie viel hat denn der? Der ist voll. Das ist richtig cool. Bin ich jetzt erschrocken. Interessant, da komme ich nicht durch. Außer man vereist. Drei Viertel noch voll. Das heißt, ich muss die Augen erst löschen, oder? Oh, die platzen. Nein, ich bin nicht da. Das ist richtig cool, ey. Okay, jetzt bei der Tussi. Dachte ich, kann die vernichten. Junge, Junge. Lass mich doch in Ruhe. Hey, dieser Vogel. Kann ich dich nicht einspringen und du lässt dann mal. So. Komme ich da rüber mit dem Teil? Natürlich nicht. Die bricht aus, oder? Oh Gott. Ja, gehen wir hierher. Muss man mit ihr reden. Okay.
Brauche ich da jetzt übers Rohr? Nein, natürlich nicht. Das ist also gar nichts. Au! Hat's mir ja noch gestorben? Ich hatte noch Energie. Ja, Ziel auf Schwachstellen vom Monster. Wie kannst du das zerstören, die blöde Kuh? Das Ding ist fast leer. Wie kann ich... den wieder auffüllen? Jetzt ist er doch wieder voll. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, das Wägelchen ist da durch. Ich sehe auch schon wohin. Rauf, rauf, rauf! Shit, ist so weit weg. Das hat die Probleme. So, jetzt ist er. Ah, die ist schon wieder wach. Mami! Okay, hoch. Gott, ist die stressig. Haben wir voll? Man glaubt's kaum. Schon Seltsameres gesehen. Mag sein. Tja, und da haben wir was. Okay, kehrt weiter rein. Ja, immer noch weiter ran. Und jetzt? Ich sehe schon. Ah. Verstehe ich nicht. Stimmt doch jetzt, oder? Ein Zahnrad fehlt. So funktioniert das nicht. Okay. Da hinten oder sonst? Da haben wir nochmal eine Batterie. Da ist das Zahnrad. Wenn ich das Zahnrad aufhebe, verliere ich meine Finger. Stell dir doch nicht so an, das friert mal ein, oder? So, das Zahnrad. Siehst du? Lässt sich doch alles lösen. Okay, jetzt aber, oder? Ein Inhalator. Ich weiß noch nicht. So ganz. Quatsch. Ja, das hat irgendwas bewirkt. Nur noch eine, dann fällt das ganze Ding um. Ich weiß nicht, ob das hilft.
aber ich will wirklich, dass es in 1000 Teile zerbricht. Tja. Da haben wir noch Batterien. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Da ist noch jede Menge auf der anderen Seite, aber ich wüsste gar nicht, wie ich da hinkomme. Soll ich vielleicht wieder einen Aufzug nehmen? Scheiße, sag ja leise. Du kannst mir vertrauen. Nein, ich vertraue dir an Scheiß. Ich hab dich lieb. Ah, ja. Versteck dich nicht. Hey, Tossi. Ach, wie hältst du lang genug? So. Ciao. Okay, jetzt haben wir ja Feder unten und Feuerlöscher. Sieht nützlich aus. Von da oben oder was? Versteck dich nicht. Ich wüsste nicht, wie man die killen könnte. Ich hab dich lieb. Da war ich ja. Da bin ich raus. Oh. Hallo, du hast Probleme? Okay. Machen wir mal weg. Komm her. Nein, ich komm nicht her. Ich hab Angst dafür. Wir sind hier. Da war das Büro. Genau, das Büro. Das nehme ich mit. Oder bloß das da holen. Okay. Der Kunstraum, der war zu. Ich bin jetzt ein kleines bisschen planlos. Aber ich glaube, auf Feuer können wir noch löschen, oder? Genau, hier. Was ist? Okay. Ich habe da schon mal gesagt, ich vertraue da nicht. Ach, da waren wir noch drin, oder? Aber jetzt kann ich. Oh, was ist denn da oben? Hier oben gibt's offiziell nichts mehr, oder? In den Kunstraum muss ich nicht mehr. Das haben wir gelöst. Wir sind jetzt quasi nur noch hochgefahren und haben das Teil hier geholt. Das heißt. Abmarsch nach unten wieder, ne? Komm her. Das da ist ja zu. Sie ist mit einer Kette verschlossen. Ich will mal was ausprobieren. Mit einer Kette verschlossen. Ah, ich dachte vielleicht. Versteck dich nicht. Also ohne das, dass sie da die Druckluft da wieder aufbaut. Lass mich helfen. Würde das gar nicht funktionieren. Ich hab dich nicht. Nein, ich fahre jetzt auf Zug. Ciao.
Wenn ich die beide dann ansperre. Funktioniert das? Kriege ich das hin? Da hinten ist doch auch noch Feuer. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich überhaupt auf die andere Seite? Unten? Das sind unheimlich gruselig, die Dinger da. Das kann ja keine Liebe sein, was du da treibst. Was willst du jetzt so? Fahr doch durch. Lass mich helfen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Schaff ich das? Nee. Ich komm da nicht rüber, ne? Bitte nicht. Ich versuche hier noch. Bist du da? Da ist ein Inhalator. Ich komme mit dem Wagen da nicht rüber. Das Ding kriege ich nicht weg. Da bin ich zu weit entfernt davon. Kann es sein, dass ich vielleicht irgendwie runter muss und auf der anderen Seite irgendwie hoch, aber wo geht's denn da? Durch die Treppe hoch? Ich kann nicht blättern, ne? Das ist doof. Das ist jetzt bloß eine reine Vermutung. Also wir müssen da drüben das Ding da wegbringen. Wenn ich runtergehe. Ja. Geh mir jetzt so bitte nicht auf den Sack. Da war doch ein Feuer da hinten auf der Treppe. Feuer war da auf der Treppe. So, ich muss gehen. Treppe ist links, ne? Oder? War denn hier die Treppe? Zum zweiten Stock, genau. Die ist doch. Da ist sie doch. Hat jetzt ausgeschaut wie eine Wand. Und hier kann man jetzt das bestimmte Feuer löschen. Schauen. Ich würde es jetzt noch gar nicht wissen. Die Kinder hier reichen mir.
mich am Arsch. Da ist eine Tür. Von der anderen Seite verschlossen. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Natürlich komme ich da nicht hin und natürlich... Ein normaler Gegner, ich danke Gott. War ein Auge. Ob bitte nicht du. Ist das jetzt weg? Ah ne, irgendwo fehlt da noch ein Auge. Ach, da hinten. Nein. Du kannst mir vertrauen. Scheißdreck durch. Das komme ich da hoch. Hallo? Super! Ich spann mal die Tür auf für die Flucht. Was muss es doch hier geben, oder? Wir sind voll, man glaubt's kaum. Ich will hier wieder raus. Da ist ein Buh. Ich hab ne Idee. Gucken, ob die Idee fruchtet. Das Buch nehmen wir schon mit. Sicher, dass ich da hinschmeißen muss? Mir würde fast eher das da besser gefallen. Yeah! Seltsames Buch. Aha. Mal was Erfreuliches, was zum Lesen. Ich versuche freundlicher zu sein und öfters zu lächeln. Ich versuche den anderen aus dem Weg zu gehen, aber es bringt nichts. Ich fühle mich immer noch beobachtet, wenn andere Kinder mich auslachen oder mir meine Sachen klauen oder mir wehtun. Gibt es immer Gaffer. Sie sehen zwar, was passiert, aber sie machen nichts. Keiner hilft mir. Keiner holt die Lehre. Sie glotzen einfach bloß. Ich weiß, dass die gemeinen Kinder mir wehtun, weil sie mich nicht leiden können. Aber wenn die anderen alle bloß zusehen und nichts tun, heißt das dann, dass sie mich auch nicht ausstehen können? Eine gute Frage. Hier hat es anscheinend bloß das Buch gegeben. So, wir müssen an der vorbei. Versteck dich nicht. Bleibst du da so stehen? Du kannst mir vertrauen. Nein, kann ich nicht. Mich jetzt gesehen oder was? Da hinten komme ich rein. Deine Probleme möchte ich haben.
nicht helfen. Ich kann vorwärts laufen, ich komme nach hinten drin. Bist du da? Nein, bin ich nicht. Ich hätte mal so eine Frage, kommst du da auch hoch? Lass mal Ruhe. Hallo. Und wenn ich den Verstand verliere? Das könnte es sein. Ich zuerst. Was, wenn Emily nicht real ist? Seht mal, die verrückte Sally. Manchmal sieht sie immer noch ihre Cousine. Die sieht eine Menge verrücktes Zeug. Ist voll abgedreht. Da ist das Auge. Hört mir empfohlen. In der Lade ist voll. Komm her. So, der Vogel ist offiziell irgendwo unten. Ups, das war wohl etwas viel. Hoffentlich hat es dabei eine dieser blöden Puppen zerlegt. Gute Frage. Ich schiebe weg und dann kommen wir da wieder raus. Kombiniert. Dann müssen wir doch bloß zurück. Bloß ist gut. Hallo. So. Warte mal, das sind die normalen. Hat es sich also hier mehr deliberiert? Gott, bin ich doch jetzt erschrocken von der Aktion, ey. Werden die aus Kindern? Nee, die ist immer noch da. Achso, die ist im Aufzug. Naja, das kann keine Liebe sein. Okay. Alles okay? Wie bist du da hochgekommen? Tu nicht so, als würd's dich kümmern! Nach dem, was du mir angetan hast! Du bist auch nur ein Monster! Von was redest du da? Oh nein! Lauf, Emily! Lauf! Bleib in der Turnhalle! Geh zum Dach! Hörst du? Schnell! Ich treffe dich dort! Was geschieht hier? Warum hat sie mich Monster genannt? Oh, die Zeit drängt. Trotz allem, was ich getan habe, um sie zu finden, ist sie gemein zu mir. Ich habe ihr nie was getan. Was redet sie da? Ich war immer nett zu ihr. Emily wollte ständig bei mir sein. Aber ich habe eigene Freunde. Sie haben sie gehänselt. Aber das war nur Spaß. Hat sie etwa erwartet, dass ich jeden Tag den Babysitter spiele? Ich bin kein Unmensch. So was macht man nicht. Feine Sache. Jo, wir haben es bisher geschafft bis zur Turnhalle. Aber ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann in die Turnhalle. Da sage ich jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.